Guten Morgen, guten Morgen. Nach einem sehr emotionalen Abend darf der Camper Thomas euch wieder begrüßen von der CMT in Stuttgart auf dem Stand von Knaus. Und ich habe hier ein schönes Modell gefunden, den LI 700 MEG. Den werden wir uns heute ein bisschen detaillierter anschauen. Fangen natürlich an, damit jeder weiß, wovon gesprochen ist mit der Auszeichnung. Ich hoffe, dass es gut erkennbar ist. Zur Not, wenn alles zu schnell geht, einfach mal den Pauseknopf drücken. Dann habt ihr wirklich alle Zahlen auf dem Schirm. Schönes Fahrzeug, schönes Fahrzeug, das sagt er immer wieder. Grundsätzlich ist für irgendjemanden da draußen immer irgendein Fahrzeug schön. Und jeder Hersteller versucht, schöne Fahrzeuge zu bauen, versucht, den Geschmack zu treffen. Und man sieht ja hier auch auf der Messe ganz deutlich, dass es gelingt. Wir haben hier einmal integriert in die Seitenwand den Gaskasten. Vor der Heckgarage, und die Heckgarage ist sehr schön geräumig. Bike, E-Bike, alles geht da rein. Das ganze Gepäck, was ich brauche für den Urlaub, hat hier Platz. Auch das Heck, optisch absolut gelungen. Das kann sich sehen lassen. Diesem Heck kann man auf der Straße ruhig mal zuzwinkern. Wir sehen schon an der Anordnung von den Fenstern, dass wir viel Licht haben. Wir haben die Möglichkeit, die Heckgarage von der anderen Seite auch zu benutzen. Diesen netten Herrn, der da davor steht, den möchte ich jetzt nicht wegstellen, um noch eine Klappe aufzumachen. Wir haben hier den Abgaskamin von der Truma, hier den Frischwassertank, einen Stromanschluss und sehr schön auch hier, um einzusteigen, vorne noch eine Tür. Für die Sicht ergänzt wird das Ganze mit diesen schönen Busspiegeln. Und wir waren zwar hier schon, aber ich finde die Front wirklich sehr impulsant. Hat ein schönes Gesicht und wir können uns jetzt direkt auf den Weg machen ins Fahrzeuginnere. Ja, und eigentlich, wie ich das immer so handhabe, fangen wir mal an mit hier dem schönen Platz, der die nett zum Frühstücken, zum Abendessen, zum Verweilen. Auch wieder sehr neutraler Polsterstoff, aber wirklich fein gemacht. Wir haben natürlich im Integrierten diesen schönen Schaufensterausblick. Ein cremefarben gehaltenes Dekor. Und natürlich machen wir auch hier die Klappen auf. Schöne, tiefe, unterteilte Klappen. Was bedeutet, dass wir guten Stauraum haben und viel unterbringen. Über der Küche schön aufgeteilt. Und eben dann hier diese kleine Winkelküche mit runden Waschbecken, mit einem Drei-Flammen-Kocher. Schönes Arbeitsplattendekor, Schubladen, der Besteckkastenauszug.
Stauschublade, Stauschublade. Und hier noch ein Staufach. Ja, hier wird man seine Sachen aber schon ein bisschen sichern müssen. Oder eben wirklich genau auswählen, was rein soll. Und hier so einen Eckschrank mit den Absperrhähnen. Über dem Sitzplatz von der Dinette haben wir noch ein kleines Staufach. Ja, also hier kriegen wir einiges unter. Hier unsere ganzen Steuerungsmöglichkeiten. Und ausgestattet ist dieses Modell auch mit einem Hubbett. Das heißt, das Reisen mit mehreren Personen kein Problem. Auf der Küche haben wir hier ein Fach für einen Fernseher, der versenkt werden kann. Finde ich auch immer eine praktische Lösung, dass ein Fernsehgerät nicht einfach rumhängt, sondern gut aufgeräumt ist. Ein großer Kühlschrank mit Gefriereinheit, auch nochmal mit einer Box unten für Flaschen etc. höhere Sachen, schön gemacht. Im Anschluss haben wir einen Schrank, einen Kleiderschrank und stehen dann auch schon vor den Einzelbetten, die ja wie überall oder fast überall durch Erweiterungen zur kompletten Liegewiese ausgebaut werden können. Beleuchtungskonzept sehr schön. Viel Licht, das haben wir ja von außen schon gesehen, durch Fenster ringsrum bis auf das Heck. Also wirklich angenehm. Angenehmer Eindruck, Wohlfühlcharakter. Und hier unten unter dem Bett nochmal Stauschränke. Rechts und links. Und in der Mitte dazwischen die Treppe, um schön ins Bett einsteigen zu können. Das Bad, auch charakterlich sehr ansprechend. Toilette, kleines Waschbecken, großes Fenster im Bad. Spiegel, schön beleuchtet, schön hell. Die Dusche. Komplett abtrennbar durch ein Schiebeelement und ein Klappelement. Also durchwegs ausreichend. Ja, wie immer zum Schluss, um ein bisschen das Raumgefühl wiedergeben zu können, der Blick mal durchs ganze Fahrzeug. Der Bereich hier hinten, der Schlafbereich, ist nochmal abtrennbar durch diesen Vorhang. Und jetzt vom Qualitätsgefühl auch. Ja, man muss das alles mal anfassen und das fühlt sich wirklich alles wertig an. Das sieht gut aus. Das macht wirklich was her. Also wirklich. Um damit Spaß zu haben, tolle Erlebnisse zu haben im Urlaub, in der Freizeit, muss man sagen, hat das Fahrzeug absoluten Wohlfühlcharakter. Der Tisch höhenverstellbar, schwenkbar. Also hier bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich darf mich verabschieden und fürs Zuschauen bedanken und mache mich natürlich auf den Weg, die nächsten Modelle zu finden. Bis dann!